Für die medizinische Versorgung soll den Kitzbühlern zukünftig ein neues Sanatorium zur Verfügung stehen. Nach der Schließung des alten Krankenhauses Ende 2009 entschied man sich für ein Nachnutzungskonzept bestehend aus drei Säulen. Zum einen sind im Gesundheitszentrum zahlreiche Fachärzte angesiedelt, zum anderen soll das neue Reha-Zentrum noch im Herbst dieses Jahres in Betrieb gehen. Auch die dritte Säule ist nun gewiss, und zwar in Form eines Sanatoriums. 25 Betten und 2 OP-Säle sollen vor allem im Bereich der Sportmedizin bestmögliche Versorgung garantieren. Medizinisch ist man in Kitzbühel also gut aufgehoben, vorausgesetzt, man kann es sich leisten. Denn außer dem Radiologen und einem praktischen Arzt sind Kassenärzte hier Mangelware. Das Sanatorium ist eine private Krankenanstalt, das ist uns bewusst, ist natürlich zugänglich für jedermann, aber es ist eine Selbstzahlereinrichtung, das heißt, mit entsprechend privaten Versicherungen kann man sie auch dann entsprechend nutzen, beziehungsweise hat dann einen Selbstzahlungseffekt. Hier greifen öffentliche Versorgungssysteme nicht ein. Würden sie das tun, wäre es wieder ein Krankenhaus, und das wurde ja mit Ende 2009 ja geschlossen, also insofern ist es aber für uns auch wichtig, dass zumindest auch im privaten Krankenanstaltenbereich eine Einrichtung kommt, und heutzutage viele Menschen ja auch unfallversichert sind, die das dann auch mit dem entsprechenden Versicherungsschutz nutzen können. Während sich die einen über das Gesundheitszentrum freuen, ärgern sich andere über die Unterstützung der Zweiklassenmedizin. Ja, ich finde es schon ausreichend, aber natürlich die Wahlärzte finanziell, wer zahlt sie? Also sie sind nicht billig, gell? Und wenn man dann wohl die Rechnung einreicht, ganz nicht viel außer. Vielleicht ist Finz auch was dabei, sagen wir mal, für die Kleinen ein wenig. Wie gesagt, die Dame vorher schon, da die sagen, es passt Finz. Ich finde es eigentlich nie gut, wenn es nur Wahlärzte gibt, wo ich das Geld bar hinlegen muss. Das ist aber eine Sache des ganzen Krankenversicherungssystems, was eher fragwürdig ist in Österreich, wo vieles zu ändern gehört. Da können die Leute da in einem Haus oder hier in Kitzbühel nichts dafür. Die steirische Fischl Holding und weitere Investoren lassen hier 6 Millionen Euro in die Gemeindekasse fließen. Weitere 26.000 Euro können jährlich verbucht werden. Der Baurechtsvertrag wurde auf 75 Jahre ausgehandelt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass hier wieder auch parallel dazu hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden und auch eine touristische Bedeutung entsteht, weil gerade ein Tourismusort wie Kitzbühel mit einer entsprechenden Versorgung im Unfallbereich natürlich auch an Wert gewinnt, und das erwarten wir uns von dem Gesamtprojekt. Für die medizinische Versorgung gilt hier also, wer hat, der kann. Für alle anderen, die stationäre Behandlung benötigen, gilt es wohl weiterhin, auf umliegende Krankenhäuser auszuweichen.